Ja, hallo Weltmensch! Ich habe heute etwas sehr Ungewöhnliches getan. Ich habe mir Kleidung angezogen. Ha! Man glaubt es nicht. Ja. Willkommen zu Tagebuch eines Messis. Heute stelle ich euch wieder Unmengen an Dingen vor, die ich entmisten werde. Diesmal im Verkauf. Bis gleich. So, da sind sie. Also, das sind so die nächsten Schwünge. Noch längst nicht alle, aber das sind so die nächsten Schwünge, die wegkommen. Sämtliches gekauftes Geretz. Fangen wir mal mit dem hinteren Stapel an. Ich werde nicht alles einzeln durchgehen. Da wird dieses Video mehrere Stunden dauern. Und ich weiß auch nicht, ob sowas auch in eurem Interesse liegt. Falls doch, sagt Bescheid. Ich werde lediglich die Musik-CDs am meisten durchgehen, weil ich die am längsten nicht gesehen habe. Tatsächlich ist es jetzt so, dass ich meine letzten 10 Xbox 1 Spiele weggeben möchte. Ich habe zwar noch zwei, die keine Original Hülle dabei hatten, die muss ich anderweitig verkaufen, aber die gehen bei Momox und Rebuy weg. Und dann noch den vorletzten Schwung Xbox 360 Spiele, von denen ich mich beim letzten Mal noch nicht trennen konnte, sowie ein PC-Spiel, was irgendwie keiner haben möchte. Ist aber auch sehr hübsch, muss ich sagen. Also so ein hübsches Blau habt ihr noch nie gesehen, oder? Also das ist mal ein schönes Metallic-Türkis-Blau. Wirklich wunderschön anzusehen. El Presidente, da ich damals das Spiel 2003 auf dem Monitor 19 Zoll mit 600 MHz Prozessor Pentium 3, das waren Zeiten, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann hieß es immer El Presidente und so weiter. Boah, das kann auch sein, dass ich nicht alles loswerde, weil vor allen Dingen Spiele, die ab 18 sind, nicht selten nicht genommen werden vom Omox oder Rebuy. Na, stell ich aber schon auf. Ja. Da könnte es wieder Probleme geben, aber wir dann sehen. Das heißt, ich werde wohl nicht alle loswerden. Wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 360 Spiele. 10 Xbox 1 Spiele, 11 360 Spiele und ein PC-Spiel. Wären hier noch anzuraten. Ja. Dann sind das hier die DVDs. Auch wie schon gesagt, alle Angaben sind ohne Gewähr. Vielleicht ändere ich auch noch. Es sind immer so, dass 1 bis 5 nochmal wechseln. Eine Blu-ray verkaufe ich und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 normale DVDs. Wobei das hier eine als eine zählt. Fluch der Karibik und eine Bonusdisc dazu. Aber wie schon gesagt, es kann immer auch sein, dass ich was wegmache. Die werden wohl verkauft werden. Und der Stapel hier ist besonders interessant. Der Stapel wird nicht verkauft. Das ist der Stapel, wo ich mich entschieden habe, nur die Hüllen zu beseitigen, wegzuschmeißen, das Ganze dann auf den Spindel zu donnern. Vor allen Dingen meine Blu-ray-Filme, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, die ich nicht ohne Grund gekauft habe zu einer Zeit, wo ich schon längst überlegt habe, ob ich mir sowas wie Kaufen von DVDs noch antun sollte oder nicht. Das heißt, dieser Stapel wird dann am Ende noch so klein sein am Volumen. Und da ist mein Schrank oben richtig frei. Aber jetzt gehen wir mal in Höchstgeschwindigkeit die ganzen Discs durch. Das sind gleich etliche 8 CDs in einer Box, 18 Jahre. Jetzt kann man sich heute da alles kostenlos und legal auf YouTube reinpfeffern. Braucht kein Schwanz mehr. Dann kommen jetzt 2 Videospiele. Ach ja, wären dann 3 PC-Spiele, wenn man so will. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das so scharf hält. Okay. Raumschiff Voyager, weil ich so ein Fan mit dieser Serie bin. Und dann hier, das beim letzten Mal schon gezeigt, The Age of Empires. Dann wären es dann tatsächlich 3 PC-Spiele. Ja, früher wurden PC-Spiele noch so verkauft, das waren Zeiten vor der DVD-Hülle. Bevor die DVD-Ära kam, dann auch mit der DVD-Hülle. Kann man da lesen, was da drauf steht? Ich weiß es nicht. Fokus, ja. Ich
Dann nochmal die ganzen Musik-CDs, die hatten wir beim letzten Mal schon grob im Schrank. Genau. Die werden alle verkauft. Ohne Wörterbimmer zu zeigen. Ich hafte da fast nicht mehr an. Nur noch einige wenige tun weh. Gerade bei einer haprig. Entweder die Salto hier. Ja. Na, ja, das hat man ja schon mal. Die fällt von der Kuh her mit am schwersten. Ah, mein Freund, genau. Die ganzen Grateful Fats, tolle Band, höre ich alle Lieder gerne. Kurioserweise fällt mir die am schwersten, einfach nur weil ich Fan des Covers und des Films bin. Auch von der Musik her brauche ich sie nicht mehr. Und die Preise damals auch jenseits von Gut und Böse. Na, Fokus, 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 Fokus. Was ist Fokus? Naja, oh Gott, mein Partner kennt die Zahl. Wie sagt es Sascha, es wird klarer, wenn ich nicht ganz so nah rangehe. Naja. Genau, beim letzten Mal schon kurz im Schrank gezeigt. Diesmal kommen sie alle wirklich weg. Und ich muss feststellen, dass es recht schnell geht, wenn man das Kommentar losmacht. Nicht auf jede große eingeht. Kann man sich ja selber mal ein Bild machen. Das sind die, die tatsächlich wegkommen. Wobei ich bei der James Bond CD noch bis zum Schluss hapern werde. Und ich habe gerade einmal von diesem Stapel, was ungefähr ein Drittel der Musik-CDs ausmacht, die ich besitze, die weil sie jetzt im schwarzen Schrank oben waren, zwei Drittel kommen noch in so CD-Schuber. Die mache ich ein anderes Mal. Da sterbe ich, wenn ich das jetzt noch mit reinnehmen würde. Und ich habe mich dann halt entschieden, zwei Stück zu behalten. Mission Impossible. Zu großer Fan. Und meine Freunde. Aber das ist schon für extrem anhaften Messi nicht schlecht, nur zwei zu behalten. Und da hinten liegt noch Ice Age beim letzten Mal aussortiert, weil ich heute geguckt habe. So. Könnten Sie mal Spaß haben. Doch alle Kohlbrötchen, die ich verkaufen möchte. Waterworld. Eigentlich einer Lieblingsfilm, nur in einer zu kurzen Fassung. Die Originalfassung, die 40 Minuten länger ist, sieht nur in Englisch. Die Bärenbrüder. Oh, Vaters Virtue. Eine Super Special Edition, die einfach nur Volumen wegnimmt. Super Special Edition, wo auch mehr als ein Disc drin ist, die einfach nur Volumen wegnimmt. Ist auch nur X-Men 1. Ach, ein guter Film, aber heutzutage nichts mehr für mich. Auch ein guter Film, aber heutzutage eher weniger für mich. Sensationeller Film, den ich sogar in die Kinos geguckt habe, mitten der 19, mit der Schulklasse. Schrecklich. Und das auch noch Special Edition mit mehr als einer DVD drin. Ja, das sind die, die ich letztendlich verkaufen werde. Die habe ich mir tatsächlich von Mario Walz bestellt, was er allerdings auch auf YouTube hochgeladen hat. Warum es Leben gibt und wie es funktioniert, könnt ihr euch jetzt auf YouTube eintippen und dort anhören. So, werde ich natürlich behalten. Dann das fünfte Element auf Blu-ray, tausendfach überarbeitet. Wie ihr sehen habt, habe ich das fünfte Element auch noch auf normaler DVD. Dann Star Trek 11. Und dann die ganzen Mission Impossible Filme nicht, zwangsläufig in der richtigen Reihenfolge. Die alle keine Hülle mehr wollen. Und hier von Nepomuk-Meyer, bitte jetzt angucken. Sensationell. Da reden Dutzende Leute über Metaphysik, die Ahnung davon haben, viel davon erlebt. Auch Hülle geht ja auch nicht für so einen Scheiß. Also dafür, dass es nicht mal ein Film ist, meine ich. Als einer meiner Lieblingsfilme von der DVD kann ich mich noch nicht trennen. Und dann tatsächlich von Futurama. Habe ich mich entschieden. Riesengroßer Fan der Serie. Das sind drei von vier Filmen, die es dazu gab. Riesengroßer Fan der Serie. Auch die Hülle. Die brauche ich wirklich nicht mehr. Und Finget Nemo. Da sind super Specials drauf. Brauche ich auch die Hülle nicht mehr. Und Dumm und Dümmer. Gut, jetzt bin ich doch alle durchgegangen. Zumindest die hier. Bei Spielen ist mir das jetzt nicht so wichtig. Und ja. Heute 3 Stunden gearbeitet, sie vorzusortieren oben im Schrank und runter zu tragen. Hat mich schon 3 Stunden 40 Minuten gekostet, wenn ich die Zeit einigermaßen richtig getimert habe. Heute werde ich die alle noch von den Höhen befreien. Das macht viel Arbeit und ich werde alle katalogisieren. Das heißt natürlich alle Liste führen, alle aufschreiben, wie viele Höhen und wie viele Discs jeweils drin sind, damit ich dann wieder meinen Datei schreiben kann, schrauben kann. Wie viele Discs ich weggeballert habe. Moment, ich mach mal wieder mich ins Bild. Ja, mich zu sehen ist doch viel schöner. Ja,
Das werde ich heute noch schaffen, die, die keine Hülle mehr haben sollen, die Hülle zu beseitigen. Ich weiß, das macht, würde es in Zukunft schwerer machen, sie zu verkaufen, aber ich will dadurch keinen Gewinn machen. Man kann sie bloß nicht bei Momox reinstellen, sondern man muss sie dann als Set bei eBay reinstellen und dann kann man die Discs auch verkaufen, wenn man keine Hülle mehr hat. Aber die Hüllen sind jetzt wirklich weg. Das Volumen geht unter keine Kuhhaut mehr. Und ja, nur bei der eigentlichen Futurama-Serie, die ich ganz am Anfang im Video gezeigt habe, da sind die Hüllen zu hübsch. Die ersten vier Staffeln von Futurama habe ich und die ersten drei von vier Filmen von Futurama habe ich. Und bei den Filmen habe ich mich jetzt entschieden, dann wenigstens die Hülle zu beseitigen, die Discs zu behalten. Weil das wirklich etwas ist, was ich gucke und mich bis zum heutigen Tage immer wieder amüsiert. Der Humor von Futurama ist wirklich so der Hammer. Ja, genau. Die Hüllen wegzumachen, das kriege ich heute urzeitlich noch hin. Und was wollte ich heute noch schaffen? Eine erste handschriftliche Liste des Ganzen. Und dann weiß ich nicht, ob ich heute damit noch beginne. Also die Hüllen müssen heute noch weg, weil die wollen einen gelben Sack, Plaste beseitigt werden, glaube ich zumindest. Wenn ich schreibe mir gerne in die Kommentare, wie man sowas besser recycelt als Plaste in Plaste. Für mich ist es Plaste, also kommt es ins Plaste. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Das schaffe ich heute noch. Und das handschriftliche Katalogisieren schaffe ich heute noch. Dann werde ich die DVDs-Covers, der DVDs, die ich behalte, scannen. Und Musik-CDs, die mir ans Herz gewachsen sind, so eine Handvoll, 5-6 Stück, werde ich auch noch scannen. Ja, die Cover werde ich scannen von den Hüllen, wo ich die DVDs behalte, damit ich das Cover, das Stück Papier an der Hülle auch noch wegschmeißen kann. Freut sich die blaue Tonne oder so drüber. Genau, das Cover muss auch weg. Es tut mir an der Seele weh, aber es muss sein. Das geht gar nicht. Also ein paar der Covers scanne ich, das frisst sehr viel Zeit. Liste machen frisst sehr viel Zeit. Ich werde es wohl heute auf gar keinen Fall mehr schaffen. Auf gar keinen Fall. Das noch bei Momox und eBay reinzustellen. Da sind heute schon fast wieder 6 bis 10 Arbeitsstunden vergangen, bis ich das da katalogisiert und enthüllt habe. Und runtergeholt und vorsortiert. Und morgen an Tag 2 werde ich dann wohl alles entweder bei Rebuy oder Momox eintippen, auf die mir das abnehmen. Vielleicht noch notfalls ein paar einzelne bei eBay reinstellen. Und dann an Tag 3 werde ich einen Karton füllen, damit das dann zu Momox oder Rebuy kann. Ja, Momox und Rebuy, die geben immer unterschiedlich Geld dafür. Die Jobs sind sehr, sehr ähnlich. Man muss immer diesen Code eintippen. Das schluckt auch sehr viel Arbeitszeit. Muss dann jeder einzelnen scheiß DVD den Code eintippen, den Strichcode, die Zahl, die da drunter steht, die lange, die 10- bis 15-stellige Zahl da, die ist wirklich Horror. Und das frisst sehr viel Zeit bei, ja, wie viele Discs sind denn das? 20? 30? 50 Discs sind das vielleicht? Nee, 20. Plus 30 sind 50, plus 70 Discs werden das ungefähr sein. Irgendwo zwischen 70 und 100 liegt die Wahrheit. Und genauso viele Codes muss ich jeweils bei Rebuy und bei Momox eintippen. Ist ein ganzer Arbeitstag, wenn ich es überhaupt in einen Tag schaffe. Ich habe mir 3 Arbeitstage dafür vorgenommen. Vorsortieren, katalogisieren, dann eintippen, dann Karton schnüren. Und wenn ich länger da brauche, ist es auch okay. Ich kann auch noch einen 4. oder sogar notfalls sogar 5. Tag hinten dranhängen. Hätte ich jetzt nicht die größten Probleme mit. Weil das ist jetzt Hauptmission. Und dadurch habe ich auch ordentlich Volumen gewonnen. Und ja, das soll es eigentlich schon gewesen sein heute. Habe ich gar nicht vor zu erklären. Ja. Und ich beende das jetzt, das Video. Es kann aber sein, dass ich nachher oder morgen noch einen kleinen Nachtrag hinten dran klatsche und dann dran rendere. Aber das ist jetzt erstmal der nächste Schwung. Den ersten Schwung habt ihr im letzten Messi-Video gesehen. Und das ist jetzt der Schwung der gekauften DVDs, die diesmal wegkommen. Und durch diese beiden Schwünge der beiden Videos wären dann 200 Discs oder so weg. Plus minus. Um die 200 Discs weniger und um die 300 Hüllen weniger. Mal waren es ja 166 Hüllen, wenn das auch nochmal 70 sind. Ja, lass es mal 200 Discs und 250 Hüllen plus minus
sein, die ich dann losgeworden und an Volumen verloren habe. Beziehungsweise die C-Discs habe ich jetzt mitgezählt, die ich dann nicht wegschmeiße. Aber die 10 Hüllen gehen da weg. Ja, insgesamt trotzdem um die 200 Discs plus minus und um die 250 Hüllen plus minus habe ich dann beseitigt. Beim letzten Mal waren es auch 3 Arbeitstage und diesmal habe ich mir wieder 3 Arbeitstage gegeben mit Verlängerungsoptionen. Das wären dann 6 harte Arbeitstage, um das alles zu logistisieren, katalogisieren, damit nicht alles im Müll landet, sondern auch noch irgendjemand was davon hat, unabhängig ob für Momox dafür noch ein paar Pfennige gibt. Es kann auch sein, dass sich da wieder ein Goldschatz darunter befindet, der richtig viel wert ist. Glaube ich jetzt nicht so 100% dran, aber es könnte ja sein, bei meinen Gamecube-Spielen war ja auch ein Goldschatz dabei. Metal Gear Solid The Twin Snakes hat mir über 50 Euro gebracht. Da merkst du, wenn der Momox schon 20 anbietet, statt nur 12 Cent, wenn der Momox schon 20 Euro anbietet, wirst du es bei eBay für 50 los. Und so ein Einzeltitel verkaufe ich natürlich dann einzeln. Aber ich schätze mal nicht, dass hier ein Goldschatz drunter ist. Und wenn, naja, dann drehe ich vielleicht nochmal nach und berichte davon. Und wenn noch im Karton Platz ist, dann werde ich noch ein paar Gamecube-Spiele dazuhauen. Pikmin müsste ich beim letzten Mal behalten haben. Mittlerweile habe ich mich dazu entschlossen, dass ich den dritten Teil auf der funkwellenverseuchten Wii sowieso nicht spielen kann. Werde ich Pikmin 1 und 2 auch wegballern für den Gamecube und dann noch ein paar andere Spiele. Aber Gamecube habe ich mich erstmal entschieden zu behalten. Ach ja, und warum ich diese ganzen Xbox 1 Spiele, die letzten 10, die ich jetzt da hatte, beziehungsweise 12, aber 2 kann ich nicht mitschicken, weil für Momox und Rebuy brauchst du Originalhülle. Die haben keine Originalhülle. Die haben aber schon bei der Konsole mit dabei, ohne Originalhülle. Und die zweite habe ich irgendwann gebraucht, gekauft, ohne Originalhülle. Deswegen ich 2 Xbox 1 Titel nicht loswerden kann. Das sind Monkey Ball Deluxe und Midtown Madness 3 oder so. Und diese beiden DVDs kann ich jetzt nicht mit weggeben, aber sonst hätte ich alle Xbox 1 Titel weggegeben, weil meine Xbox 1 kaputt ist. Red Ring of Death. Das heißt, der Punkt, der immer vorne grün leuchtet, der ist dort rot, der leuchtet dann rot. Oder eine der 4 Abteilungen des Punktes leuchtet dann rot, dann ist der Xbox durchgebrannt, ist irgendwas kaputt. Und dann müsste ich es entweder zum Reparieren bringen oder mir eine neue Xbox 1 kaufen, das wäre es nicht wert. So hat die Xbox selber mir die Entscheidung abgenommen, ob ich sie weggebe. Ich gebe sie weg, weil sie ist kaputt. Das heißt, ich werde sie wegschmeißen. Oh. War noch ein paar Lieder auf der Festplatte drauf. Die konnte man damals installieren. Legal. Konntest du deine Musik-CDs installieren auf der Xbox 1, dann konntest du Lieder im Auto von GTA anhören. Bei GTA Vice City und GTA 3 habe ich das immer gemacht. Das war witzig. Und deswegen sind noch ein paar Lieder auf der Festplatte. Schade drum, dass ich das so nicht mehr verwenden kann. Aber so hat die Konsole durch ihre Kaputtheit mir abgenommen, dass ich A, die Konsole beseitige und mir die Entscheidung abgenommen, dass ich nun A, auch die letzten Xbox 1 Spiele wegschmeiße, obwohl ich sie theoretisch auf der Xbox 360 spielen könnte, aber die Xbox 360 schmeiße ich auch weg. Die hätte die Xbox 1 Spiele noch gefressen. Aber ich beende dann die komplette Xbox 1 Ära hiermit und fast die komplette Xbox 360 Ära. Da sind nur noch eine Handvoll Discs übrig, die ich gerade noch so in die One einlege, aber auch die könnten in den nächsten 2 Jahren Geschichte sein, je nachdem, was ich noch so streame. Das ist ja alles dann bei mir auf Twitch beobachtbar. Ja, ihr YouTube-Zuschauer, könnt alle auch meinen Twitch-Kanal, der genauso heißt wie mein YouTube-Kanal, zielführend, nur auf Englisch, zielführend, weil die kein U können, die Idioten. Könnt ihr mich auf Twitch abonnieren, wenn ich fragt, mal in den Kommentaren, gebe ich euch einen Link dazu, da könnt ihr gucken, was ich spiele. Ja. Ich weiß nicht, ob es noch 10 oder 20 sind. 360 Spiele, die noch übrig sind, wenn ich die 11 Stück dort weggegeben habe. Es sind noch 10 oder 20 übrig. Ursprünglich waren es mal, ich habe keine Ahnung wie viel. Viele! 40, 50, wer weiß es. Oder auch nur 30. Ne, 30 sind sie jetzt noch. 40, 50, 60, keine Ahnung wie viele 360 Spiele ich jemals in meinem Leben hatte. Aber die Ära möchte ich komplett beenden. Eines Tages, das habe ich mir fest vorgenommen, möchte ich nahezu alle Discs los sein von der Xbox 360 Ära. Es sind nur noch ein paar schöne Metallhüllen, wo die Hülle mir was bedeutet. Rein visuell, optisch. Die sind echt hübsch. Ich hatte schon diesen spielverkaufenden Metallhüllen nur behalten. Es gibt noch ein paar Xbox 360 Metallhüllen von 3-4 Spielen, die einfach hübsch sind, so als Deko-Gegenstand. Oh wow, mal gucken, ob ich mich davon auch trennen kann. Auch rein von Discs möchte ich die komplette Xbox 1 Ära und die komplette Xbox 360 Ära jetzt beenden.
und nur noch mich auf Xbox One konzentrieren und auf die 360-Spiele, die man downloaden kann, auf die Xbox One-Spiele, die man downloaden kann. Die nächste Xbox-Generation habe ich vor, alle Angaben ohne Gewähr und ohne Garantien, die nächste Xbox-Generation, was dann die Xbox 4 sozusagen wäre, die haben immer solche kuriosen Namen, Xbox Series X, kann sich gar nicht mehr merken, will keiner aussprechen, anstatt die 1 auch nummerieren, 1, 2, 3, 4, 5, und die ist, die PlayStation, PlayStation macht richtig, Sony macht alles richtig. Die heißt dann PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox heißt einfach nur Xbox, dann Xbox 60, Xbox One, Xbox Series X, kann ich doch keinen Schein merken. Also, die vierte Xbox-Generation, die jetzt kommt, werde ich überspringen und vielleicht, vielleicht in 5 bis 10 Jahren mir noch einmal eine Konsole holen. Ob das eine PlayStation 6 sein wird oder eine Xbox 5, das weiß ich jedoch noch nicht. Aber es kann sein, dass ich irgendwann noch meine Konsole hole, aber auch nur, wenn ich alles für mich an Spielen der jetzigen Xbox One soweit abgeschlossen habe. Das heißt, die nächsten 5 bis 6, 7, 8 Jahre, bis eine neue Konsolengeneration kommt, werde ich komplett brauchen, um die ganzen Fallout-Games nochmal durchzuspielen. Weil Fallout ist wirklich meine Leidenschaft und da kannst du an diesen wenigen Fallout-Games, Fallout 3, Fallout New Vegas, Fallout 4, Fallout 76, da kannst du wirklich Jahre mit verbringen pro Spiel. Ein Jahr mindestens mit einem Spiel bei meiner aktuellen Spielzeit und so viel Zeit, wie ich mir an dem Spiel auch lasse. Ich genieße ja die Welt dort, ich rasche es ja nicht durch. Ich gucke jeden einzelnen Schrankschublade nach in Fallout 3 und wer Fallout 3 gespielt hat, kann sich vorstellen, weiß genau, wie viele das sind. 10, 100, tausende Schubladen. Einfach nur, weil es Spaß macht, mich in dieser Welt zu bewegen. Und deswegen werde ich die Xbox One jetzt dazu verwenden, sämtliche Fallouts nochmal aufleben zu lassen und noch viele andere Spiele aus der Vergangenheit nochmal zu zocken, vor allem von Rauber. Und wenn ich die alle abgeschlossen habe, dann kann ich auch die Xbox One weggeben. Und erst wenn ich dazu bereit bin, dann würde ich mir eine neue holen in der fernen Zukunft. Bis dahin, zwischenzeitlich, spiele ich auch noch Nintendo 64, PlayStation 1 und PlayStation 2. Und GameCube. Das sind so die vier Oldies. Die vier alten Konsolen, die ich sehr häufig noch nebenbei zocken werde, außerhalb meiner Streams. Es sei denn, ich finde irgendwann meine Lage zu streamen. Also selbst wenn ich jetzt die Xbox 1-Ära und die Xbox 360-Ära komplett beende und alles weggebe, was ich an Konsolen so habe, zwei habe ich ja schon weggegeben, eine verschenkt, eine ist kaputt und eine dritte 360 habe ich noch, die kommt jetzt auch weg, die werde ich verkaufen oder irgend sowas, keine Ahnung, verschenken, wer weiß es. Ich bin gerade am Überlegen, am Reflektieren, ob ich mal irgendwas an meinen Zuschauer verschenken könnte oder sollte. Aber da würde ich ein separates Video dazu drehen. Jo. Selbst dann hätte ich jetzt noch Jahre mit der Xbox One, der PlayStation 1, der PlayStation 2, ein GameCube und Nintendo 64 zu tun. Das sind die 5 Konsolen, die mich mindestens die nächsten 5 bis 10 Jahre auf Trab halten werden, weswegen ich jetzt die komplette nächste Konsolengeneration der PlayStation 5 und der Xbox 4 überspringen werde. Und nur noch nebenbei PC. Das Dumme ist, ich würde gerne hin und wieder was an meinen Zuschauer verschenken, aber 90% meiner Videospielfans, Live-Zuschauer auf Twitch, 90% sind PC-Spieler und 10% sind PlayStation-Spieler. Und ein halbes Prozent sind Nintendo-Spieler. Und die spielen dann nur die Switch. Ist mir was eingefallen. Ja, mit Switch kann ich auch nicht dienen, nicht anfangen, weil Nintendo sei der Wii 1, Wii 2 und nur mit der Switch Funkfernkonsolen herstellt, wo ich die Antenne nicht ausbauen kann, weswegen ich nicht mit Nintendo auf Kriegsfuß stehe und warte, bis eines darf meine Konsole herstellen, wo die Funkwelle aufbauen oder wenigstens softwaretechnisch Funkwelle ausbauen oder wenigstens softwareseitig ausschalten kannst. Ich zeige euch mal was. Warte mal, ich drücke nochmal Pause kurz. So, das hier hat mir jemand bei eBay mir abgekauft, dann habe ich es verpackt und dann wollte ich es losschicken und er hat es ja dann nie geschickt, also blieb ich dann drauf sitzen. Und selbst der hat mir damals nur ein paar Euro geboten. Das ist tatsächlich das Lenkrad von Mario Kart Wii und wirklich nur das Lenkrad, das muss ich betonen, es ist nur das Lenkrad. Nicht keine Fernbedienung, nicht gar nicht, es ist nur der Aufsatz. Das Lenkrad, da steckt man halt die Fernbedienung rein von der Wii und dann dreht man das Ding in der Luft und das ist so unbequem wie sinnlos. Alles von Nintendo. Oh Gott, jetzt sieht man langsam Zeit aus. Ja, das schmeiße ich jetzt einfach weg.
So Lenkrad original kostet 5 bis 8 Euro und von Nebenhersteller kostet es 3 Euro. Und das hat was mit Aufwand-Nutzen zu tun. Nicht, dass ich jetzt die 3 Euro nicht gerne in Empfang nehmen könnte und sehr dankbar dafür wäre. Aber der Aufwand, das bei eBay reinzustellen, das zu verschicken und jemanden zu finden, der das mit Maske für dich zur Post bringt. Und das alles für 3 Euro. Aufwand-Nutzen. Irre bei jemandem, der 1 Million Gegenstände hat. Im Messi wie mich. Ja. Irre. Würde ich das mit jedem Einzelnen machen. Deswegen liebe ich Rebuy und Momox, wo du das alles im Schwung weggeben kannst. Und ich wünschte, ich könnte es ja auch bei Rebuy eintippen, aber die wollen wahrscheinlich, dass ich, wenn ich diesen Code dann eintippen würde, diesen Strichcode, dann wollen die sicherlich, dass ich das Spiel mit dazu verkaufe. Und das habe ich nicht mehr. Das habe ich dann schon bei Momox und Rebuy verkauft. Das Lenkrad würde ich sonst einfach kostenlos an Momox schenken, wenn ich könnte. So wird es wahrscheinlich einfach nur als Stück Plastik im gelben Sack landen. Das entscheide ich heute noch. Ich werde später bei Momox dann reintippen. Und ja, das ist einfach nur unglaublich, wie viel Geld die damit machen. Die verlangen heutzutage noch bis zu 10 Euro dafür. Aber es ist eigentlich nur Plaste. Es ist einfach nur ein Stück Plaste. Bestimmt geformte Plaste mit Manual. Kann weg, weil nur 3 Euro wert. Und es, ja, die Menschen, die ich darum bitten muss, mit Maske auf die Post dafür zu gehen, sind meine Familie und das sind sehr anstrengend und ich würde nie eine Maske aufsetzen. Das, ja, das finde ich menschenentwürdigend und deswegen kommt es einfach schon mal so weg. 3 Euro von Arsch. So, so oder so werde ich jetzt rendern müssen. Ja, was wollte ich sagen? Das wollte ich jetzt abschließend noch sagen. Mann, kann ich quatschen. Ich wollte noch generell was zu Nintendo sagen, was mir damals aufgefallen ist. Ich besaß ja 2 Wiis. Oh, ich bin so stolz. Ich habe mal 2 Wiis besessen. Und ich bin nicht stolz, dass ich 2 Wiis besessen habe, sondern dass ich so beide losgeworden bin und alle spiele. Das habe ich schon vor 2020 geschafft. Oder das letzte, glaube ich, in 2020 weggebracht. Weiß ich auch nicht mehr, wann ich meine Wii zur Post gebracht habe. Auch das zu sehen in meiner Playlist Tagebuch eines Messis. Hier auf diesem Kanal. Schaut unsere Playlist. Schaut euch alle Videos nochmal an von Tagebuch eines Messis. Und liked dieses Video und wichst drauf und kommentiert und sagt jedem, dass es mich gibt, damit ich endlich 1000 Abonnenten dann kriege. Das aber lang, selbstständig machen kann. Ja gut, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich wollte was zur Wii-Ära noch sagen. Zur Wii-Ära. Damals ist mir aufgefallen, Nintendo versuchte, neue Fuß auf dem Markt zu fassen, nachdem Xbox und PlayStation Nintendo leistungsmäßig so haushoch überlegen waren und Nintendo auf diesen Zug nicht mit aufspringen wollten, haben sie dann versucht, mit billiger Technik billige Konsolen herzustellen und wollten die Konkurrenten mit Kreativität schlagen und das ist denen auch gelungen mit der ersten Wii. Das ging ab wie Zäpfchen für Nintendo. Die erste Wii hat sich sehr oft verkauft. Aber früher oder später haben die Menschen das festgestellt. So beobachte ich das zumindest, wenn man merkt, wie wenig das heute noch wert ist, während andere Dinge, die viel praktischer sind, wie so eine kleine Handkonsole wie der Nintendo DS, da kosten ja 10 Jahre alte Spiele noch zigtausend Euro. Sekunde. Das will kein Schwein mehr haben, das Wii-Zeug. Das ist nämlich wirklich, das Lenkrad da einmal zu verkaufen bei eBay für 1 Euro, hat mich schon Schweiß gekostet. Das Wii-Zeug will keiner mehr haben. Ich bin die ganze Wii gerade mal für 22 Euro losgeworden. Schon abzüglich Versand und allem drum und dran. Reingewinn von 22 Euro für eine ganze Wii. Das wird kein Schwein mehr haben, während Nintendo DS und Nintendo DS Spiele und Nintendo DS Zubehör, weil es klein und praktisch ist für unterwegs. Das ist wirklich geiles Zeug. Bin ich totaler Fan von DS. Ja, das kommt auch noch hinzu. DS-Konsolen haben ja auch noch, die mich beschäftigen werden. Also ich kann ja nicht genug Konsolen verkaufen. Ich werde immer noch zu viele haben. Und zu wenig Zeit zum Spielen, weil ich habe ein ganz anderes Leben mittlerweile. Ich bin kein Videospieler mehr. Das kommt auch noch hinzu. Aber jetzt zum eigentlichen Punkt. Das ist ganz wichtig. Das wollte ich schon ewig mal philosophieren. Das Nintendo Wii-Zeug. Das ist zwar kreativ, mit so Lenkrad in der Luft und eine Fuchtelfernbedienung, mit Bewegungssteuerung, Infrarotsensor und. Aber das ist alles nur Spielerei. Das ist Spielerei, das ist kein Spielen, das ist keine konstruktive, dich dauerhaft bindende Beschäftigung, sondern es ist eine Spielerei, es ist eine nette, kleine, coole Idee. Dann spielst du es 5 Minuten, das hat richtig Spaß gemacht, du hältst es für cool und dann ist es langweilig.
wie die Wii-Fernbedienung damals als Tennisschläger oder als Golfschläger oder als sogar Pistole verwenden konntest. Oder hier in dem Fall eben als Lenkrad. Alles kreativ, aber es ist echt eine Spielerei. Wie wenn ein kleines Kind mit einer Pistole, Räuberpistole spielt, oder irgendein Schwachsinn. Das macht auch nur 5 Minuten Spaß und da geht mein Bewusstsein nicht völlig mit auf und es scheint vielen so gegangen zu sein. Wenn man Preis-Leistung sieht, wie heute Wii noch beliebt ist. Gar nicht. Da waren auch noch 2 Spiele drauf, kostenlos, die ich damals downloadet habe. Und die Wii bin ich trotzdem nur für 22 Euro losgeworden. Das Lenkrad hat ja keine 3 Euro gebraucht bei eBay. Also Originale kriegst du schon für 5 Euro gebraucht. Ich wäre es jetzt für 3 Euro losgeworden. Und nicht originale Lenkräder kosten eh nur 3 Euro. Aber wie schon gesagt, das tue ich mir nicht an, weil ich keinen habe, der es von der Tür abholt und das Paket dann wegbringt. So ein Service könnte ich noch nicht brauchen. Vielleicht gibt es ihn ja irgendwo. Und deswegen muss ich sehr genau abwägen. Das heißt, obwohl ich eigentlich jeden Cent hinterherjage, wenn ich jemals frei sein möchte und nicht erst in 35 Jahren, muss ich Dinge wegschmeißen, die Kleinvieh bringen würden. Weil die da logistische Aufwand gigantisch ist, das loszuwerden. Also ein energetischer Aufwand so hoch, dass es Geld nicht wert ist. In der Zeit hätte ich schon wieder eine Stunde gestreamt und 3 Euro gespendet bekommen. Und weniger Energie verloren. Ja, da muss man sehr genau abwägen, wofür man seine Zeit verwendet, wenn es ums Finanzielle geht und wofür dann nicht mehr. Und ein 3-Euro-Lenkrad, was nur ein einziges Stück ist, was dann weg ist, geht gar nicht. Viele raten mir überhaupt nicht hinzugucken, sondern einfach nur noch Augen zu, wie auch immer ich das machen soll, dann in den Schrank greifen und sofort in den Mülleimer. Das ist das Einzige, wie du es in unter 30 Jahren schaffst, 1 Million Gegenstände loszuwerden. Ich frage mich bis heute, wie ich es in mein Leben geschafft habe. Ja, da habe ich mich daran erinnert. Ich hatte Hilfe. Ich hatte Hilfe von meinen Verwandten, Großeltern, Eltern, die mir was geschenkt haben im Laufe von Jahrzehnten. Ich habe das gar nicht alles selber angekarrt und ich habe nie gemerkt, wie es weniger geworden ist. Keine Ahnung, wo das Zeug früher überall stand. Jetzt reicht ein ganzes Grundstück nicht mehr. Ein Haus mit 3-4 Stockwerken reicht nicht. Und das noch alles unterzukriechen. Ihr habt keine Ahnung. Keine Ahnung, wie viel das wäre, wenn ihr das alles auf einen Schlag sehen könntet. Ich würde auch noch sagen, immer noch weg. Am besten mit einem Bulldozer durchs Haus alles wegschieben irgendwohin. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, aber ich würde eigentlich über diese Dittelei philosophieren. Die Nintendo Wii war ist wirklich eine Nonsenskonsole. Das macht echt keinen Spaß. Nur Casual Games für Gelegenheitsspieler, die keine richtigen Zocker sind. Die Spiele alle viel zu leicht. Und dann unpräzise durch dieses Rumgefuchtel und das braucht kein Mensch. Und genauso sinnlos halte ich auch die neue Oculus Rift Brille, wo du Brille aufsetzt und dann durch den 3D-Raum läufst, nicht davon schlecht wird. Das ist mehr Spielerei als futuristisches und wirklich was Weltbewegendes, was auch richtig funktioniert. Was praktisch ist. Es muss cool, futuristisch und praktisch sein und dauerhaft nützlich. Und die 3D-Fernseher mit Brillen aufsetzen waren auch nicht, die wollte nicht halbes, nicht ganzes. Ja, ich warte immer auf Solo-Deck, ne, von Star Trek. Ich sitze den ganzen Tag hier und warte und warte und warte. Der nächste 4K-Fernseher holt mich echt nicht mehr aus dem Latschen. Von mir aus hätte Sony, ist der Gedanke gar nicht mehr vorher, von mir aus hätte Sony damals einfach nur in den 90ern eine PlayStation 1 herstellen brauchen und bis heute dafür Spiele herstellen. Hätte mir gereicht, die Grafik ist okay. Selbst die Quantensprünge an Optik, die danach kamen, waren spielerisch nicht mehr wert. Es war wirklich seitdem nur noch ein Grafik. Weil kreativ waren die Spiele schon damals ohne Ende. Und konnten die stundenlang fesseln. Ja, hätte man ein paar mehr Discs für längere Spiele noch gebraucht. Aber ansonsten hätte man mit der PlayStation 1 alles stemmen können bis zum heutigen Tag. Die ist seit 30 Jahren rollen können, die Konsole. Aber sowas, was richtig neu ist, mit dem neuen Controller, da lassen die Hersteller sich seit 30 Jahren nichts Neues einfallen, was einen wirklich packt. Außer wirklich der Nintendo DS. Und auch wenn ich selber noch nicht getestet habe, der Nintendo 3DS. Der ruft mich, der lockt mich. Das sind wirklich keine praktische Dinger, nehmen nicht viel Platz weg, kreative Spiele drauf, kleiner Akku, kleiner Bildschirm, alles handlich. Also bin total auf den von transportablen Konsolen. Das war mal ein Quantensprung, die heutige bunte 3D-Technik transportabel zu machen. Ja, und das war's. Seitdem war nichts groß mehr gewesen. Ein Videospielen auf einer PC konnte schon immer alles. Den rüstet man automatisch früher später auf, wenn irgendein Programm nicht mehr geht. Oh, das mit der Wii, das ist wirklich Kindergarten. Spielerei ohne Ende. Das ist wirklich langweilig. Eigentlich ist die Nintendo Wii und eventuell auch der Nachfolger, habe ich mir nie gekauft, weil Funkwelle. Einfach nur langweiliges Zeug ist das. Und die Wii-Ära konnte ich beenden.
Und jetzt versuche ich die Xbox-Ära bis auf die Xbox One auch komplett zu beenden. Aber ich werde noch bis ins Jahr 2021 reinarbeiten müssen. Das werde ich wohl dieses Jahr im November, Dezember nicht mehr schaffen. Ich weiß auch nicht. Jede Zeitgefühl verloren in den letzten 2 Wochen, die ich jetzt allein verbracht habe und nur am Misten war. Ich weiß, dass es 16:06 ist, aber ich weiß nicht, welcher Tag. Wir haben späten November. Im Infokasten steht's wahrscheinlich. Wir haben späten November. Und es ist eine ganz grobe Dreh rum beim 25. Ich könnte mal auf meinen PC da hinten gucken. Weil mir ja nicht um, du. 26. November. Ha, gut geraten. 26. November 2020, Donnerstag, 16:07 Uhr. Ja, Windows 7 Inhaltszeit und Leseruhrzeit. Hey, da sieht das. Ja. Und ich habe jede Zeitgefühl verloren, weil ich ja tagelang nur am Katalogisieren und Mist bin. Ich werde schon wieder müde. Und deswegen werde ich das Video jetzt erstmal beenden. Wir werden sehen, ob ich noch was hinten dran hänge, wenn ich morgen oder so bei Momox war. Gut, dann erstmal tschüss. So, erster kleiner Nachdreh. Da. Das sind die ganzen Inlays. Ich habe dann doch nicht alle DVD-Hüllen weggeschmissen, wo ich nur die Hüllen beseitige und die Discs verhalte. Nein, ich habe nur 11 von 14 Hüllen weggeschmissen und mich entschieden, vorerst die ganzen Doppelhüllen zu behalten. Die Doppelhülle von Mission Impossible 3, die Doppelhülle von Mission Impossible 6 und die Doppelhülle von Findet Nemo. Wo ich dann jetzt jeweils 2 Discs reingewapst habe. Und die anderen sind auf einer Spindel. Die ich auch mal holen könnte. Da sind jetzt zum Beispiel Bonus-Discs und ein paar Filme schon mit bei. Auf einer Spindel. So, um Platz zu sparen. So wie sich das gehört. So. Bei den anderen Filmen habe ich mich entschieden, gerade für die Futurama-Filme, die nicht dauerhaft auf der Spindel zu lassen, sondern 6er-Hüllen zu kaufen. Ja, es gibt tatsächlich DVD-Hüllen, die sehen aus wie eine ganz normale DVD-Hülle und zwar sind 6 DVDs rein. Habe ich gestern nochmal gegoogelt, ob man die kaufen kann. Und die wissen, dass es sowas gibt. Das weiß ich von meiner Freundin. Denn die hat sich anno dazu mal Game of Thrones geholt. Ja. Hülle Nummer 1. Und da ist eine ganze Staffel drin, in einer einzigen DVD-Hülle. Das sind 5 Discs. Ist das kranker Scheiß oder ist das kranker Scheiß? Das Ding ist weit schon drin, das geht ja mal gar nicht. Ah ja. Ja, und hier sind schon alleine 5 drin. Ne? Und da habe ich geguckt, ob man das auch zum Nachkaufen mit 6 kaufen kann. Ja, das gibt es zum Nachzukaufen mit 6 bei einer Standard 15mm Hülle. Und da kommt mein ganzes Futurama-Zeug rein. Und Teile des Inlays, der Papiere, werde ich da auch noch mit reinstückeln. Bei den Mission Impossible Filmen habe ich das jetzt so gemacht, dass ich jeweils das eine Inlay hinters Ohrstehe geschoben habe. Wie man hier so sieht, an dieser kleinen Kante. Da sind immer 2 Inlays jetzt drin. Ja. Deswegen werde ich Teile der Inlays behalten und mir eine 6er-Hülle kaufen für alle Futurama-Filme. Die Serie, da behalte ich ja noch die Originale. Aber ist es nicht geil, dass es sowas gibt hier? Dass man Platz spart, aber das ist wirklich eine Erleichterung für jeden Ex-Messi und jeden zukünftigen Minimalisten. Ey, das ist, ja, hier, ja, und dann halt noch 2 hin. Aber die erste Staffel von Game of Thrones hat halt nur 5. Und so eine 6er-Hülle gibt's auch zu kaufen, 15mm. Und wenn du die auf 2,7mm kaufst, passen sogar 8 rein. Also, ja. Wirklich mein Respekt an jeden Minimalisten, der sowas durchzieht und sich von Dingen trennen kann. Das ist wirklich, ja. Da ist mir ein kleines Ständchen zu eingefallen, da ich heute auch wieder nackt bin.
kann ich mich nicht zeichen dabei. Aber mir ist ein kleines Ständchen eingekommen des Nachts. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Denn nur ein Gegenstand, der weg ist, ist gut. Denn nur ein Gegenstand, der weg ist, macht Mut. Denn nur ein Gegenstand, der weg ist, ist gut. Vor jeden Minimalisten zieh ich den Hut. Yeah! Und vielleicht gibt's noch einen Nachdreh dazu. Später. Oder auch nicht. Da geht er dahin, der gelbe Sack. Beziehungsweise die beiden gelben Säcke. Steckt im Dunkeln, beobachte ich immer Leute beim Arbeiten. Ach, heute ist auch ein Grün unterwegs, meistens ist auch ein Orange unterwegs. Hoffentlich hat er sich nicht zerrissen. Oh, ganz schön schwer. Oh, er hat sie gegriffen gekriegt. Er hat sie gegriffen gekriegt. Ah, was für ein Deppert. Er hat nicht aufgepasst. Jetzt ist ihm das tatsächlich passiert, dass es rausgekracht ist. Zu geil. Warum ist es passiert? Weil die gelben Säcke so dünn hin herstellen, dass die schon reißen, wenn du nur auseinander nimmst. Also wenn du einen gelben Sack vom anderen trennst, da reißen die Dinger schon. Und ich beschwere mich seit Jahren drüber. Die gibt es zwar kostenlos bei Mülldings, aber ich muss an dieser Stelle sagen, dass ich Geld dafür bezahlen würde, dass die nicht mehr reißen. Und normalerweise mache ich immer 3 gelbe Säcke umeinander, weil damit es nicht reißt. Und diesmal hatte ich aber nur noch 2 gelbe Säcke übrig und die 2 habe ich volle Bulle für die ganzen Ladung Hüllen gebraucht. Naja. Und wenn du den Sack dann rupst, ruckartig, dann reißt unten alles raus. Du musst den sanft anheben und ich habe so wenig Hüllen wie möglich reingemacht, pro Sack verteilt, damit genau das, was dem Typen da gerade passiert ist, nicht passiert. Ja, das ist live. Schön, dass ich es erwischt habe. Ja, aber dafür bin ich jetzt auch wirklich los. Dafür bin ich jetzt auch wirklich los und scheint rechtlich okay gewesen zu sein. Also, dass das als Last zählt. Ja, also erzählt mir doch mal, was ihr für Erfahrungen mit gelben Säcken und so habt. Ich halte die Dinger für absolut lächerlich und ich habe mir jetzt sogar noch zusätzlich für Geld, auch wenn es dieselbe Qualität ist, ein 1000er Back, übertrieben formuliert, im Internet bestellt. Also zig Rollen, weil die auf der Müll immer nur eine gewisse Anzahl an Rollen rausgeben und ich die von meiner Familie holen lassen will, habe ich jetzt im Internet gelbe Säcke bestellt, damit ich auch wirklich 3, und ich meine das ernst, 3 gelbe Säcke immer als einen nehmen muss. Ganz selten, wenn man wirklich nur super leichter Plastemüll ist, dann auch nur 2 gelbe Säcke. Aber bei sowas da hätte ich 3 genommen, die man umeinander wickeln muss, nur damit die Stabilität kriegen. Das ist wirklich der größte Schund, der je an Mülltüte hergestellt worden ist. Und bei normalen Mülltüten habe ich es auch gemacht. Wenn ich im Laden welche gegriffen habe, die reißen, zack, nicht mehr gekauft, dann wieder hinnommen, die nicht mehr reißen, zack. Also man kann die so herstellen, dass sie nicht reißen, dass sie super stabil sind. Ich weiß nicht, warum die das machen. Mir müsste jeden Idioten schon aufgefallen sein, dass die unterbrochen nur am Reißen sind, die Drecksäcke. Und, ja. Jetzt hat er einen Zappen gehabt. So muss er das Hüllen einzeln aufheben. Allzu geil. Ja. Weg sind sie. Und bis dann. Too sexy for your party, too sexy for your party, no way.
okay, ich sollte weniger Musik hören, sondern mehr auf Musik verkaufen. Jedoch gestaltet sich das als schwieriger als erwartet und wieso, weshalb, warum, zeige ich euch gleich. Da sind sie. Kann man es einigermaßen erkennen? Ich habe alle Musik-CDs aufgeschrieben. Beziehungsweise Musik-Bundles. Das erste ist ja eine Bundle, 8 Discs. Und dann habe ich rechts daneben geschrieben, was Momox noch dafür gibt und was Rebuy noch dafür gibt. Und ihr erkennt es sicherlich schon an dem Wort Nix. Die geben für 80% der Discs Nix. Und NG steht für, also ganz rechts seht ihr häufig, dass die Buchstaben NG steht für nicht gefunden. Die wissen nicht mal, dass es existiert. Könnt ihr gerne mal Pause drücken, die Liste durchgehen. Das ist echt traurig. So viel zur Idee, das alles auf einen Ramsch mit wegzuschicken. Ich gehe die gleich mal von nahen durch. Eine Sekunde, einmal können wir noch nach unten laufen lassen. Das Ganze tut dann besonders weh bei CDs, wo man damals 50 D-Mark für ausgegeben hat. Die will keiner von beiden Vereinen haben. Hier haben wir drei Stapel. Stapel 1 ist das, wofür mir Momox noch Geld geben würde. Stapel 2 ist das, wofür mir Rebuy noch Geld geben würde. Stapel 3, das sind nur zwei Discs, da würden mir beide noch Geld für geben. Und Stapel 3, der größte von allen, da will mir kein Schwanz für noch Geld geben. Nur damit ihr das mal seht, das Riesending zur Rechten, da will kein Aas was dafür geben und hierfür geben sie noch, ja, bis zu 15 Cent pro Disc. Nehmen wir Rekorddicht bei 27 Cent pro 1er Disc und 68 Cent fürs 8er Pack. Traurig, ne? Traurig. Los werde ich es natürlich auf jeden Fall. Also das hier, das traurig hier vorne. Weil ich ja das dann noch alles mitschicken werde, dieses Riesen. Gebeugt, wofür ich definitiv mehr bekommen werde, aber ich wollte euch mal mitnehmen in diese Traurigkeit. Wie kein Aas mehr Musik-CDs möchte heutzutage. Vor allem die ganzen Singles von Stefan Raab und DJ Ötzi. Die sind echt beliebt. Sowas von nicht. Ah, dafür Rebuy gibt noch relativ viel von Modern Talking. Ist immer so aufgefallen. Na gut. Ach ja, und die meisten Rides & Fats-CDs will auch keiner mehr. Fand ich auch besonders spannend. Na gut, dann erstmal bis vielleicht später oder bis das Video zu Ende ist, wir wissen es nicht. Ich bin heute übrigens schon bei Tag Nummer 3. So, der nächste Nachdreh. Gott, was ist recht sortiert. Ja, dorthin. Das sind jetzt die drei Stapelchen, die insgesamt entstanden sind. Hier gibt nur Momox was dafür. Hier nur Rebuy und hier beide. Aber diesen gesamten riesigen Stapel dort, den haben sie komplett verschmäht. Ja. Moment. Ja, komm schon. Diese gesamte Stapel Musik-CDs, 5 Filme und etliche Xbox-Spiele haben sie mal eben verschmäht. Und trotzdem hatte ich tatsächlich mal wieder Glück, man mag es kaum glauben. Es waren zwei Goldschätze dazwischen. Da, wo ich dachte, dass es überhaupt nichts mehr dafür gibt, da hätten wir hier einmal Age of Empires für Windows 95, wo mir Momox volle 4 Euro für gibt. Ja, also für den Blu-ray-Film nur 15 Cent geben, by the way. Darf man nicht drüber nachdenken. Wir sind jetzt wirklich in einer Zeit angekommen, wo DVDs nicht mehr wert sind und auch Blu-rays schon zum alten Eisen gehören. Kranker Scheiß. Für mich ist das neue Technik.
Ja, die Matrix ist sehr schnelllebig, während ich Gutes zu schätzen aufzubauen weiß. Hero Age of Empires für Windows 95 bringt mir 4 glatte Euro ein und dieses Voyager-Spiel, was ich auch damals für ein paar Cent gekriegt habe, da fehlen mir beide Shops über 7 Euro. Wie bei sogar ein paar Cent mehr als Promox. Ja, das Update. Was sagt ihr eigentlich zu dieser wunderschönen Glanzschrift? Naja, ich sag mal. Bis denn. So, jetzt ist es ganz schön viel aufgeräumter. Das meiste, was in der Mitte war, oder nahezu alles, was in der Mitte war, habe ich mit auf den Rebuy-Stapel gepackt, weil der Rebuy-Stapel mehr Geld gibt. Rebuy gibt generell mehr Geld, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und so habe ich jetzt einen Stapel, den ich ohne weiteres für Momox verkaufen kann und einen Stapel, den ich ohne weiteres für Rebuy verkaufen kann. Rechts Rebuy, links Momox. Wir haben nur ein Problem. Also links Momox, rechts Rebuy. Ich schaffe die Ausgangsgrenze nicht. Bei Rebuy rechts bin ich bei 21,75 € und bei Momox bin ich nur bei 7,15 €. Das Problem ist, man muss auch 10 Euro zusammenkriechen, um keinen Versand zu bezahlen und noch drauf zu bezahlen beim Versenden. Und da bin ich jetzt in die Höhle des Löwen gegangen und habe oben doch noch, Moment, schieben wir der Theatralwegen nochmal zu, bin ich oben doch noch zu meinem CD-Dings gegangen. Das ist jetzt nicht mehr zu viel mit einer Hand, warum auch immer. Lecken. Habe ich noch so CD-Dings, Schublade-Dings mit CDs oben gehabt. Und wenn ich sehe, was da drin ist, kommt mir sofort zu kotzen. Die ganzen Sinnlos-CDs, Sinnlos-Telefon-CDs von Radio PSR, die ich damals sehr witzig fand in meiner Kindheit, da geben auch beide nichts dafür. Und, Prinzen oder irgend sowas. Oder hier. Jetzt kriege ich nicht mehr raus. Ja, da haben wir jede Menge Prinzen-CDs, Schwimpfe-CDs, Prinzen-CDs und Abenteuer-CDs, also Hörbücher, Geschichten für Kinder. Genau, machen wir mal den Funzel weg. Sehen wir mehr. Und da versuche ich jetzt noch schnell ein paar einzuhämmern, um hoffentlich ein, zwei Discs zu finden, die bei Momox noch irgendwie etwas von 2 Euro rausschlagen, aber wirklich glauben tue ich nicht dran. Der einzige Vorteil ist bei dieser ganzen Sinnlos-Arie, wie schon gesagt, ich hatte schon ein bis zwei Sinnlos-CDs, da will keiner was, aber wenn ich hier noch so viele habe, kann ich sie im Bulk verkaufen, bei eBay reinstellen. Hier, 20 Sinnlos-CDs, bitte jetzt. Hier, wollen, haben, unser Krempel. Okay, so viel schon mal dazu. Könnt ihr es hören? Ich drucke gerade die Versandpapiere aus für Momox und Rebuy. Heute haben wir übrigens schon Tag 5. An Tag 4 habe ich nur noch ein bisschen gescannt und so. Zur Erinnerung. Und ich zeige euch gleich mal was. Bis gleich. So sieht das dann am Ende aus. Ich hoffe, ich habe diesmal genug abgedeckt. Ah, ja. Sonst muss ich das Ganze wieder verpixeln, das sieht jetzt nur drei. Das ungefähr aus dem Lieferschein. Die ganzen Adressen von mir und Momox habe ich abgedeckt. Das ist mein Lieferschein vom 1.12. von Momox. Und das sind dann 13 Objekte, für die ich 14,87 € erhalte. Das muss ich dann ins Paket mit hineinpacken, falls ihr das jemals wollt. Was bei Momox versenden sie das dann so aus. Und dann kriegt ihr zweiten Lappen. Wovon ihr einen draufgeben müsst und so aufs Paket. Ich glaube, die rechte Seite. Und das muss man auch noch mit reinpacken, glaube ich, oder behalten. Oder der Tante geben, die auf der Post ist. Da weiß ich immer nicht so genau. Das steht dann auch noch mal genau drauf. Aber es ist ziemlich simpel. Eins muss drin packen, eins muss draufkleben. Und bei einem bin ich mir nicht ganz sicher, ob man drin packen muss oder Posttante. Das lese ich mir später dann doch noch mal durch. Das sind 13 Objekte jetzt bei Momox geworden. Und das sind dann diese Objekte, die ich bei Momox verkaufe. Ich muss noch ein GameCube-Spiel dazu packen, damit ich die 10-Euro-Grenze knacke. Für Pikmin bewerfen sie dich mit Geld. Habe ich weiteren Goldbarren gefunden. Das verkaufe ich jetzt bei Momox. Film, fünfte Element, Spiel, Pikmin, GameCube, Spiel Xbox 1, Windows 1, Bioshock 2, Xbox 360.
Der Film Operato DVD, Bärenbrüder DVD, Waterworld DVD, Zombieland Blu-ray, Countdown zum Grand Prix 2000 CD, Age of Empires, Ron Goldbach, haben sie 4 Euro für jeden, Brauhit 26, Prinzen D und meine 8er Box 18 Jahre. Das ist erstmal das für Momox. Ja, genau. Und jetzt gucken wir mal gleich, was wir für, wie heißt der Lappenverein nochmal, für Rebuy. Ja, gleich, bis gleich. Und bei Rebuy dasselbe Prinzip. Hier das Zeug mit dem QR-Ding zum Draufkleben. Dann hier nochmal Lieferschein. Das sind dann 23 Objekte, für die ich 27,02 Euro bekomme. Und bei Rebuy wird noch was Drittes ausgedruckt, wo euch für Vollidioten erklärt wird, was ihr zu tun habt. Also Paket schnüren, immer eins reinlegen, dann kostenlos versenden. Jedes Mal, wenn ihr bei Rebuy oder bei Momox die 10-Euro-Marke knackt, könnt ihr ein kostenloses Paket verschicken. Also ihr müsst dafür nichts zahlen. Ihr kriegt dann Aufkleber zum Ausdrucken, ihr müsst nichts zahlen. Das ist mega. Das ist das Wertvolle. Da macht ihr auch nochmal Cash, weil ihr den Versand nicht bezahlen müsst bei Rebuy und Momox. Dann habe ich neben Pikmin 1, Age of Empires, dem Voyager-Spiel und Beyond Good and Evil für Gamecube, was schon, ja sagen wir mal, Silberbarren waren, habe ich diesmal noch Goldbarren entdeckt. Das absurde Teil. Für Pikmin 2 beschmeißen sie dich mit Geld. Da wäre ich sehr, sehr aufmerksam. Wenn Momox und Rebuy, die einen hier für nur 15 Cent meistens bieten, auf einmal 15 Euro raushauen statt 15 Cent, da gucke ich natürlich bei eBay, was es wert ist. Und ich muss sagen, dass das bei eBay aktuell für 30 bis 50 Euro gehandelt wird. Und da ich nicht bescheuert bin, stelle ich das jetzt natürlich einzeln auf eBay ein. Da mache ich mir mal die Mühe, eine Versandtasche in den nächsten Postkasten, zum Glück habe ich einen vor der Tür, zu packen. So viel habe ich die Energie noch. Also das ist ein weiterer Goldbarren gewesen. Genauso wie Metal Gear Solid für GameCube damals. The Twin Snakes, das war auch so ein 50-Euro-Ding dann, weil ich dann für 30 losgeworden bin bei eBay. Und das ist auch ein durchschnittlich bis zu 50-Euro-Ding, was ich dann auch wieder für durchschnittlich 30 loswerden werde. Wenn, also wie schon gesagt, wenn Momox und Rebuy mir 15 Euro für geben, beziehungsweise das war der Witz des Tages. 14,61 gibt mir Rebuy dafür und Momox hat einen Schuss nicht mehr gehört, wollte mir nur 15 Cent dafür geben. Und bei eBay gebt das mal ein, Pikmin 2 Gamecube und schaut euch mal die Preise an, da wird euch schwarz. Die japanische Version, die kriegt man schon für 25 Euro, wenn man dann einen Emulator hat oder so für ein Gamecube, keine Ahnung. Aber die hier, die deutsche Version, Alter! 4 Gebote schon bei 40 Euro plus noch Versand und solche Späße. Das, obwohl es einer schon 35 Bier drin hat. Und das sind dann wirklich, da würde ich mir 15 bis 20 Euro extra durch die Lappen gehen lassen, wenn ich das Rebuy oder Momox in den Rachen ramme. Da mache ich mir natürlich die Mühe. Da stelle ich dann einzeln bei eBay rein. Und jetzt gucken wir mal, was es geworden ist bei Rebuy. Ja. Beyond Good and Evil Gamecube-Spiel habe ich auch nur mit runtergeholt, weil ich Booster haben wollte, damit ich bei Momox 17 Euro Grenze knacke. Aber die waren dann so großzügig bei Rebuy, dass ich es da jetzt doch mit verkaufe, obwohl ich es bei Rebuy gar nicht mehr gebraucht hätte, um die 10 Euro Grenze zu knacken. Wird verkauft. Also hier sind es 13 Objekte, hier sind es 23 Objekte. Ach ja, und um die 43, 44 Objekte wollen sie auch nicht haben. Das wäre dann diese Latte hier. Nicht drüber nachdenken. Also 23 Objekte will Rebuy haben. Aber Beyond Good and Evil für GameCube, Splinter Cell 2 für die Xbox 1. Dann Splinter Cell 4, Sega Rally und Batman für Xbox 360. Dann Futurama, Headhunter Redemption, Grabland, Riddick, das Spiel 13. Dann Splinter Cell 3, Enter the Matrix und Splinter Cell 3 für Xbox 1 jeweils. Und dann natürlich noch diverse Musik-CDs. Was ist das hier unten? Ach ja, das sind meine Freunde. Die Ölapalooma-Boys. Öl-Tannenbaum haben sie gesungen damals. Und die Preise, immer wieder ein Traum, ne? Damals gekostet hat ein D-Mark. 9 D-Mark 99 sind umgerechnet, inflationsbereinigt heute da 20 Euro. So, also immer D-Mark verdoppeln und dann Euro dahinter setzen. Ja, das ist kein Scherz. Das ist Inflation. Wer Ahnung vom Geldsystem hat, weiß das. Alter Fokus. Gleich mal wieder, wie heißt er denn? Sascha, die Schuld geben. Weil er ihm die Kamera falsch erklärt hat. Nee, ich weiß. Ich muss 15 cm Abstand halten, dann kann er scharf stellen. Die Kamera macht nur 15 cm. Fokus hat er mir erklärt. Also richtig scharf wird sie da nicht, ne? Na, leck mich.
unseren Freund Tom Jones, unsere goldene Stimme, Bonnie Tyler. Modern Talking, das kann ich ja als Kind davonrennen. Ach ja, diese Heini hier macht Propaganda fürs Impfen. Nicht draufhören, ein ganz dummer Mensch. So, könnt ihr mal bei YouTube eingehen, dieser Bullen plus Impfen, die Hölle. So, das und das. Und, ha, dieser Goldbarren hier über 7 Euro, mega. Kriegst du wahrscheinlich auch das Doppelte bei eBay, also mindestens immer das Doppelte. Wenn die so 4 Euro und 7 Euro raus sein, also hier für Age of Empire waren es 4 Euro, hier waren es über 7 Euro, da kannst du bei eBay das Doppelte rechnen, aber da lohnt sich's noch nicht für mich, mir den energetischen, weil das zieht mir als Lebensenergie ohne Ende, mir energetischen Doppelaufwand zu machen, es bei eBay reinzustellen. Und bei solchen kleineren Summen lasse ich es dann bei 5 Euro oder so, wenn ich 10 dafür bei eBay bekommen hätte. Aber wenn ich statt 15 Euro 30 bekomme, da bin sogar ich. Der Fax hier kostet ja. Alles mit dem Mund. Ja, das sehe ich sexuell gesehen auch so. Och, 12 D-Mark 99 ist aber schön. Das ist ein Euro, ist das Dollar? Das sieht ja komisch aus, das Zeichen. 12,99 sieht fast aus wie Dollar. Ein komisches S davor, aber wie schon gesagt, ich krieg das nicht mehr für euch scharf gestellt. Na los, du kannst das, du kannst das. Hep, hep, hep. Das ist eigentlich ist per se eine Scheißkamera. Er merkt, wie sie versucht hat, blöde Autofokus scharf zu stellen. 12,99, das sind auch 26 Euro inflationsbereinigt, mit dem Geldsystem befassen. Da werdet ihr schlau. So. Und das Ganze jetzt nochmal von oben. Jetzt ist es schon amtlich, weil schon auf Verkaufen geklickt. Ha, diese Prinzen-CD hebe ich auch noch auf. Mittlerweile sind es von ungefähr 74 Discs, wenn ich mich nicht verzählt habe. Bei der Endzählung bin ich mir nicht ganz sicher. Von ungefähr 74 Discs, Musik-CDs wohlgemerkt, behalte ich aktuell 22. Na gut. 13 an Monox, 23 an Rebuy und über 40. Fucking Bitches muss ich noch behalten. Das werde ich jetzt immer in Bundles bei eBay reinkloppen. Zum Beispiel 5 DVD-Filme oder alle Gears of War-Teile im Bundle. Oder alle Sinnlos-CD-Teile und alle Musik-CDs. Werden wohl 4 Bundle und 2-3 Einzeldinge noch werden, die ich einfach bei eBay noch reinknalle. Hoffentlich schaffe ich das noch in den nächsten beiden Tagen, bevor ich komplett energetisch ausbrenne, auch wenn es mir heute einigermaßen gut geht. Weil heute ist Tag 5 des zweiten Schwunges. Mit den 3 Tagen des ersten Schwunges, wo ich nur legal gebranntes Zeug weggeschmissen habe, wäre ich jetzt schon bei Tag 8. Intensivster Hardworking Arbeit, nur das Beseitigen von CDs. So habe ich Ende 2020 doch noch was geschafft. Die ersten Verkaufsdiscs habe ich, glaube ich, schon im Jahr 2018 weggegeben bei Momox und Rebuy. Kurz nachdem ich, glaube ich, auch bei 2018 rum bei Momox Bücher weggegeben habe. Das Bücher war es auch schon, weil ich bei Momox anständig losgeworden bin. Da hat mich noch geärgert, ob wenig im Preis. Aber wie schon gesagt, neben Metal Gear Solid, The Twin Snakes für Gamecube, das Pikmin 2, der zweite Goldbarren, den ich gefunden habe. Mit auch einem Wert von 50 Euro. Ah ja, komm. Ich mach mal kurz noch eine Sekunde. So. Das waren die 4 Silberbarren. Pikmin 1 mit über 7 Euro. Beyond Good and Evil mit über 5 Euro. Star Trek mit über 7 Euro und Age of Empire mit glatt 4 Euro waren Silberbarren. Die verkaufe ich an Rebuy und Momox. An diesen Goldbarren, der fast 50 Euro wert ist, den stelle ich einzeln bei eBay ein. Also, während sie dir für brandneue Blu-ray-Filme wie Zombieland noch 15 Cent geben, ne, beschmeißen sie sich mit Geld für Gamecube-Spiele. Das war bei Nintendo schon immer so. Manche Spiele haben einen Wert, das gibt's nicht. Das kann nur daran liegen, dass es das nicht zum Download gibt auf neuen Konsolen wie Wii, Wii 2, Wii U heißt das Ding, glaube ich, und wie Nintendo Switch. Das scheint es da nicht zum Download zu geben. Anders kann ich mir nicht erklären, warum. Da kannst du fast nur auf dem Gamecube spielen. Bei Star Wars Adventures ist es zum Beispiel so. Dieses geile Rar-Spiel von Anfang der 2001er Jahre, Star Fox Adventures, das kannst du auch aktuell nur auf dem Gamecube spielen, nirgendwo downloaden. Das ist kranker Scheiß, echt. Und dann wundert es mich dann nicht, dass sowas richtig wertvoll wird. Auch wenn das ein leichter kratzer CD ist, aber die spielte ab, das heißt, ich habe einmal durchgespielt. Die CD ist wirklich jenseits von guten, bösen, richtig derb zerkratzt. Aber, funktioniert das Spiel. Funktioniert und voll funktionstüchtig, kann man einwandfrei dann reinstellen bei eBay. Und wird sich derjenige hoffentlich freuen. Mal gucken. Kann man es überhaupt erkennen? Nee, man kann nichts erkennen. Sascha, das ist eine Scheißkamera oder du ein Scheißberater? Das Video muss ich unbedingt Sascha zeigen. So. Jutti, dann packe ich jetzt
Pakete! So sieht es bei mir aus. Da habe ich mir Süßigkeiten bestellt und da habe ich mir Bohnen bestellt und was habe ich noch bestellt? Soßen bestellt. Okay, nur Bohnen, glaube ich. Und noch andere Kleinigkeiten. Jedenfalls sind das meine Essensbestellungen, weil, ne, da man sich ja nicht verarschen lässt und nicht zwingen lässt, eine Maske aufzusetzen, wo Gehirnzellen absterben, wenn man sein eigenes Kohlendioxid wieder einatmet, gehe ich selbstverständlich nicht mehr einkaufen, bestelle nur noch Essen in Paketen. Und das ist keine Umweltverschmutzung, denn die Pakete nutze ich, ne? Und weiterhin diesen Scheiß da zu verramschen. Und gleich Polster alles mit dabei, ist es geil. Ich muss nur reinschmeißen, Polstern zukleben mit Klebeband und schon der Umwelt zuliebe nichts Schlechtes getan. Und jetzt habe ich diese drei Pakete auch schon mal von den letzten Essenslieferungen. Einmal Süßigkeiten von Rossmann, die sind schön billig. Und einmal Bohnen von Amazon, die sind in zwei Pakete aufgeteilt haben. Ja, das war Bohnen von Amazon und das war, glaube ich, Süßigkeiten von Rossmann. Ja, und ich habe sogar gespart. Das ist sogar billiger als im Laden. Wenn man lang genug sucht, und ich bin jetzt schon seit 2018 dabei mit MyTime, auch wenn ich den Service nicht mehr empfehlen kann, der verkauft C-Ware zum Vollpreis und setzt noch oben drauf Prozente. MyTime kann ich nicht mehr empfehlen. Aber wenn man lang genug sucht bei rossmann.de oder bei amazon.de, dann findet man tatsächlich seine Lieblingsspeisen billiger als im Discounter bei Kaufland, Rossmann, Aldi, Netto und so weiter und so fort und Hundenetto und wie sie nicht alle heißen und Lidl und. Findet man tatsächlich billiger. Was sagt er dazu? Was sagt er dazu? So. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich das beenden kann. Ah ja, Gears of War. Meine vier Gears of War-Teile für die Xbox 360 haben sie übrigens bei eBay rausgeschmissen, weil ich nicht ab 18 gekennzeichnet habe. Was für ein Scheiß. Moment, wollen wir mich noch mal kurz sehen? Und ja, ich bin immer nackt. Aber da ist ein Schlüpfer an. Ich glaube, man darf es sein. So. Oh, mein Freund Eckart Tolle, bitte alle seine Bücher lesen, danke. So, ja. Wenn jetzt nicht nochmal irgendwas dazwischen kommt, dann war das jetzt wirklich der letzte Clip eines wahrscheinlich absurd langen Entmistungsvideos. Aber es hat mir Spaß gemacht, diese 5 harten Arbeitstage für euch zu stemmen. Nur für euch. Wenn das nicht eine 1000-Euro-Spende wert ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, wenn es jetzt nicht gewesen, ich bin so durch mit dem Wind. Bei meinem Flur-PC hier immer zum Scannen von dem, weil ich am Laptop keinen Drucker habe und, ich habe Flur-PC, wo ich die ganze Zeit davor stehen muss zum Scannen und zum Ausdrucken von Momok-Scheiße und dann kann ich euch mal zeigen, wie ich es runterwerfe. Und, dann war das jetzt wirklich der letzte, Clip, genau. Drucker, Regenbogen, Tastatur, leuchtend blaue Maus von Logilink, nee, Speedlink und, ja, hier arbeite ich dann immer in meinem Flurbüro, was ich mir eingerichtet habe, weil mein PC-Raum zu klein war, mein Stuhl dafür überhaupt nicht geeignet ist und Gästezimmer hat in dem Sinne, so wie es heute ist, als Gemeinschaftsraum noch gar nicht existiert. Und da habe ich halt damals den Flur-PC gebaut. Mir ist sehr sparsam Gefrierschrank übrigens. Kauft euch nur kleine 35 Liter oder 30 Liter oder 25 Liter Gefrierschränke. Gleich nochmal Minimalismus gefreut und da habe ich ja meinen ziemlich aufgeräumten Flurbüro. Aber das möchte ich jetzt alles ein bisschen umbasteln, weil das geht mittlerweile gar nicht mehr. So wie es bisher ist. Laptop, wir brauchen unbedingt diesen PC, damit wir flüssiger Fernsehen gucken können in unserem Gemeinschaftsraum. Und da wird das Flurbüro mit unserem Gemeinschaftsraum verknüpft. Das heißt, das wird alles noch anders in Zukunft. Aber bisher musste ich hier im Stehen arbeiten. Viele Dinge, die mir noch am Herzen liegen, einscannen von Inlays, von CDs und so. Und ausdrucken, Momox und so eine Retze und alles in mein Flurbüro, wo mein zweit PC steht. Da früher mal mein Hauptstreaming-PC war mit 4 Kernen. Man glaubt das nicht. Ich habe da nicht mal gestreamt. Jo, so ist es. So habe ich jetzt auch noch was für meine Twitch-Community. Für meine Twitch-Community auch noch was gezeigt. Und ja. Ne? Schreibt doch in die Kommentare, ob ihr in Zukunft noch nicht viel längere Entmistungsvideos sehen wollt. Denn weil das ein energetischer und zeitlicher Aufwand ist, jenseits von Gut und Böse, habe ich viele Entmistungen schlichtweg gar nicht gefilmt oder mache es nur später mal in einem kleinen Bildervideo. Aber heute habe ich euch mal mit auf die Reise genommen. Wie kann man addieren? 40, um die 80 Discs oder 90 Discs da. Das alles, jeden einzelnen Strichcode eintippen, die 10-stellige Zahl da bei Momox und Rebuy. Stunden gedauert.
Ja, damit könnt ihr sehen, wie viele Arbeitstage das sind und wie ich, wie ein doofer Matrix-Roboter, der zu doof ist, seinen Job zu kündigen, knippelhart arbeiten, schuften und kriechen muss, um 90 Disc loszuwerden, an den Mann zu kriechen. Und gerade mal die Hälfte schafft in 5 Arbeitstagen. Das heißt, entmisten dauert ewig. Wenn ich 5 harte Arbeitstage für 90 CDs brauche und ich habe 100.000 bis 1 Million Gegenstände mittlerweile hochgerechnet, das ist eine reale Zahl, kein Scherz. Und wie gesagt, allein eine DVD-Hülle, eine CD drin und 2 mal Papier und dann noch das Cover sind schon 5 Gegenstände. Wenn ihr wirklich jeden Gegenstand einzeln nehmt, dann kommt ihr schneller auf 100.000 Gegenstände, als ihr blind sein könnt. Das ist wirklich keine Fantasiesumme. Ich komme auf mindestens 100.000 Gegenstände und ich brauche auch 5 Arbeitstage, um 90 zu entmisten. Beziehungsweise die Hälfte davon, die anderen muss ich ja noch bei eBay reinstellen in Bundles und das dauert auch nochmal Wochen, bis es irgendjemand will. Da habt ihr eine Vorstellung, wie lange ich für 1.500 Videokassetten brauche. Okay, die Zahl erhöht sich auch ständig. Aber ich habe irgendwas bei 500 Videokassetten bis maximal 1.000. Das wären Jahre. Und ich muss schnellere Methoden erfinden. Und auch viel einfach in die Tonne klatschen. Da der logistische Aufwand wegschmeißen, das ist jenseits von Gut und Böse. Der logistische Aufwand, alles einzustellen, selbst wenn es nur zu verschenken ist, dauert noch ein Tag, noch ein Tag, noch ein Tag, noch ein Tag, noch ein Tag. Knipsen und hübsch und hier, ich verschenke meine Tasche. Und, ich habe jetzt eine aktuelle Laptop-Tasche und eine Fotoapparat-Tasche, die kein Aas will. Aber da sich das eh noch ein bisschen zieht mit den 2 Taschen. Liebe Zuschauer, ich glaube, ich lade das Video schon in 1,5 Wochen hoch. Das ist noch zeitnah. Braucht jemand von euch eine Fotoapparat-Tasche, wo eine fette Coolpix Nikon P900 reinpasst? Nikon Coolpix P900 reinpasst. Braucht jemand von euch eine Fotoapparat-Tasche oder eine Laptop-Tasche, wo nahezu jeder Laptop von 17 Zoll, 19 Zoll großen Bildschirm reinpasst? Also will einer meiner Zuschauer eine Laptop-Tasche geschenkt oder eine Fotoapparat-Tasche geschenkt haben? Dann schreibt's in die Kommentare. Ich schicke euch deine E-Mail-Adresse zu. Da könnt ihr mir dann eure private Adresse senden, damit die keiner öffentlich sieht. Und dann versende ich das euch einfach so. Vielleicht sogar kostenlos, weiß ich noch nicht. Vielleicht braucht es ja jemand. I don't know. Wie ich es mit dem Versand mache, weiß ich noch nicht. Ob ich mir das leisten kann bei so einer großen Tasche, da reflektiere ich nochmal. Aber wenn du bereit wärst, Versand zu zahlen, dann mache ich es natürlich auf jeden Fall. Falls dann irgendjemand irgendetwas braucht, schreibt es mal in die Kommentare. Nur damit ich so einen Dreh habe, ob es sich überhaupt lohnt, euch sowas anzubieten oder so. Ob das überhaupt irgendwie irgendeinen Sinn macht. In dem Fall, ne? Ja. Juti, dann bin ich jetzt mal dermaßen weg für heute und hoffe, dass es nicht noch ein Clip wird. Und dass ich heute an Tag 5 das mit dem Pakete schnüren auch endgültig schaffe. Und dann sage ich euch mal pauschal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja. Das Video nimmt kein Ende mehr. Wir müssten jetzt Tag 7 haben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, an Tag 5 habe ich meinen letzten Dreh gehabt bisher. Und an Tag 6 habe ich die beiden Pakete dann endgültig geschnürt und von meiner Mutter wegbringen lassen. Danach habe ich 2 Tage mit meiner Freundin verbracht. Was auch noch an Tag 6 war. Erster Tag, dann war ein Tag Pause. Und jetzt müsste Tag 7 sein. Es hört nicht auf, weil es nicht aufhört, weil es nicht endet. Es wird nicht enden. Aber bitte sagt mir immer wieder, wenn ihr längere Videos wollt. So ist es ja noch nicht. Ich habe nämlich tatsächlich, nachdem das erste Momox-Paket schon geschnürt war, an dem Tag, wo ich den letzten Dreh gemacht hatte, tatsächlich nochmal auf Storno gegangen. Nur um diesen Scheiß hier nochmal rauszuholen. Ich konnte einfach nicht anders. Super lockend. Ey, das Ding hat 40 Euro gekostet. Das sind 40 D-Mark. Das sind 80 Euro inflationsbereinigt. Das ist so geiler Scheiß. Ich hasse den 90er. Auch die Musik ist ganz okay. Und die habe ich dann noch rausgeholt. Und so sind es dann, auch jetzt, an Tag 7 sind die beiden Pakete dann endgültig weg. An Tag 6 hatte meine Mutter dann weggeschleppt. Momox. 12 Artikel. Rebuy. 23 Partikel, genau. Momox 12 Partikel. Rebuy 23 Partikel macht jetzt exakt 35 losgewordene Partikel. Ja, Artikel. Meine Fresse. Bin ich durch mit der Welt. Ich drehe mal kurz die Cam. Und jetzt an Tag 7 habe ich bereits Gears of War 5 DVDs, also Gears of War 4 DVDs, dann nochmal 5 DVD-Filme und einmal Pikmin 2 eingestellt und bin bereit, gerade dabei, die nächsten Artikel zu fotografieren, katalogisieren und einzustellen bei eBay. Aber auf die ganze Reise muss ich euch nicht mitnehmen. Immer ein paar bunten, ein paar Sinnlos-CDs, ein paar Musik-CDs, 3x18 Jahre alt CDs und die sind schon alle eingestellt, die ich eben genannt hatte. Bup. Bup. Ja, und da bin ich jetzt halt dabei, das Ganze bei eBay zu verscharren. Inklusive diese wunderschönen, also die kann man nicht oft genug zeichnen. Blaue CD auf der anderen Seite, völlig kratzerfrei, von Tropico. Wirklich ein Meisterwerk ist das. Ein Meisterwerk von einem Scheiß, das gerne will. Ja. Also 35 Artikel bin ich los. Für die DVD-Filme scheint keiner zu wollen. Die sind jetzt auch schon seit 6 Tagen im Internet. Und ja, so jetzt immer wunderbar. Ja, da bin ich wieder. Ich liebe die Pausenfunktion von dieser Kamera. Die ist wirklich gut, dass ich die endlich entdeckt habe. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Die ganze Reise, wie ich den anderen, was weiß ich, 40, 50, 60 Artikel aus Musik-CDs, Restspielen und die Rest-DVD-Filme bei eBay einstelle, jeweils in irgendwelchen Bundles, manche Produkte wie Pikmin als Goldbarren natürlich auch einzeln. Auf die gesamte Reise werde ich euch nicht mitnehmen. Ich werde wohl morgen hochgehen, an das Ganze hier rendern. Dieses, ich weiß nicht wie viel stündige Video. Ich hoffe, ihr habt dieses gigantische Meisterwerk bisher genossen. Und dann verabschiede ich mich. Ohne Gewährleistung, dass jetzt nicht noch ein 30. Clip oder so drankommt. Das war Tag 7 im Irrenhaus. Leute, 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 ihr ratet's nicht, kleiner Nachtrag. Warum war da endlich die 6er hingekommen? Das muss ich noch mit euch teilen, geht ja mal gar nicht, dass ich das nicht mit euch teile. Das ist so ein kranker Scheiß, das ist so geil, das müsst ihr sehen, ist doch das. Da kann man wirklich 6 DVDs reinbacken. Ja. Ne? 4 in der Mitte und jeweils eine außen. Da kommt dann mein ganzer Futurama-Scheiß rein. Vor allem, da ich ja hier schon neue Disc gekauft habe, nämlich den 3. von 4 Futurama-Filmen. Der kommt dann auch mit rein, mit meinen anderen 3 Futurama-Filmen, 1, 2 und 4. Nur als ein Beispiel von vielen. Ja, und im letzten Messi-Video habe ich ja gezeigt, dass ich so 5 oder 6 Urlaubsdiscs habe, oder besser gesagt, private Aufnahmen von vor 10 bis 20 Jahren. Die kommen dann auch noch mit dir rein, glaube ich zumindest, wenn ich noch 100 mal ändert. Und beim letzten Aussortieren gestern sind noch mal ein paar Musik-CDs übrig geblieben. Ah.
von Rides at Fred kann ich mich nur auch noch nicht trennen. Ich sehe auch wirklich 1:1 aus wie die. Das erinnert mich an diese Bravo-Hits. Da wollte ich nochmal erwähnen, dass mir Momox dafür 15 Cent geben wollte und Rebuy glaube ich gar nicht. Und wenn die Kamera wüsste, was ein Autofokus ist, dann würde sie euch zeigen, dass da tatsächlich absurde 39,99 D-Mark stehen. Was natürlich umgerechnet 80 Euro inflationsbereinigt sind. Und dann hebe ich noch auf. eine Karussell-Lieder-CD mit deutschen Tracker-Liedern, die gar nicht mehr so schlecht sind. Aber jetzt weniger der CD wegen, sondern einfach um die Liederkenntnis nochmal irgendwie aufzunotieren. Und das sind dann jetzt am Ende, habe ich dann jetzt doch, 28 CDs behalten. Ursprünglich waren 2 geplant. Als ich dann diesen riesigen Schwung in diesen Schubdinger noch runtergeholt habe, was ich den einen Tag auf dem Fußboden stehen hatte, doppelt dreckig, waren es auf einen Schlag 20 und jetzt bin ich schon bei 26 Discs, bei 26 Hüllen, wenn man so will. Weil 2 davon sind Doppel-CDs, also sind es 28 CDs, die noch übrig sind. Also ich hafte an, das ist nicht mehr feierlich, Leute. Und macht aber nichts. Das hat sich in der Vergangenheit als effizientes Loslassen bewährt. Da habe ich nämlich zum Beispiel die Splinter Cell-Reihe und die Gears of War-Reihe noch festgehalten. Und als ich dann Monate später nochmal zum Entmisten antrat, fiel es mir dann auf einmal ganz leicht loszulassen. Also was man beim ersten Mal nicht loslassen kann, würde ich auch nicht beim ersten Mal loslassen. Das erzeugt nur Trauma, das glaubt mir. Das habe ich bei meinem Fahrrad so erlebt. Das tat noch Monate danach weh, bis ich es dann innerlich loslassen konnte. Aber bei Videospielen hat sich dann bewährt, dass ich ignoriert bitte einfach die Tatsache, dass es wieder verschwommen ist. Hat sich dann die Tatsache bewährt, dass ich es auch schon beim zweiten Mal weggegeben hatte. Was ich nie weggeben wollte, fiel dann beim zweiten Mal super leicht. Und jetzt behalte ich auch schon mal die 26 Hüllen. Also das Volumen-Äquivalent von 26 Hüllen, 28 Discs. So, jetzt müssen wir auch mal warten, bis es wieder klarer wird. Ich drücke mal so eine Pause. So, erst volle zwei Minuten hat sie braucht, bis sie jetzt scharf stellt. Die Kamera ist echt der allerletzte Dreck, wenn es um Autofokus geht. Ich könnte echt vor Wut jetzt mal in die Ecke werfen. Ja, weiß ich nicht, ob ich das mein Leben lang durchhalte mit diesem Mistding. Wo er kam. Ja, was ich noch sagen wollte. Gestern habe ich ja noch eBay gemacht. Pikmin 2 ging innerhalb von Minuten über die Ladentheke zum vollen Sofortkaufpreis. Einfach nur irre. Einfach nur irre. Der Goldbarren ist bald ein Diamant. So, Gears of War Reihe 1 bis 3 plus Judgment wurde mittlerweile zum zweiten Mal aus eBay rausgeschmissen, obwohl ich der festen Überzeugung war, diesmal alle Auflagen erfüllt gehabt zu haben. Ich habe in den Titel USK reingeschrieben. Ich habe in die Videobeschreibung zweimal USK reingeschrieben. Also ab 18. USK 18. Und ich habe noch Versand angeklickt, dass der ab 18 ist. Aber die wollen das Spiel einfach nicht nehmen. Also Versand mit Überprüfung und Altersausweis, Nachweis. Ich habe jede Auflage erfüllt, die er mir am Telefon erzählt hat und trotzdem wurde wieder Gears of War rausgeschmissen aus eBay. Also da bin ich jetzt absolut am Verzweifeln. Da rufe ich heute nochmal bei eBay an. Ich weiß auch nicht, ob ich durchkomme, weil Samstag ist. Gut, das war's erstmal dazu. Ach ja, und da habe ich dann jetzt 2 Bundles. Das ist einmal das Opa-Unger sinnlos Telefonpaket und einmal 19 Musik-CDs. Also einmal 10 CDs in 9 Hüllen. Best auf Sinnlos Telefon, Radio PSR und Radio Antenne Thüringen. Und dann nochmal 19 Musik-CDs, die ich jetzt alle als Bundle weggebe bei eBay, heute noch einstellen muss. Aber alle auch die Angaben, wieder alle ohne Gewähr. Vielleicht, je öfter ich durchgehe, je weniger kann ich mich von CDs trennen. Das heißt, es können noch mehr CDs übrig bleiben. Aber das mit den 28 Discs und 26 Hüllen ist aktuell das aktuellste. Ja. Packen wir mal das alles weg. Und dann zeige ich euch jetzt zum Schluss etwas, was ich verschenken werde. Allerdings auch die Angaben ohne Gewähr, weil ich ja nicht weiß, ob es doch schon weg sein sollte. Aber steht jetzt seit Wochen bei eBay drin. Ich wüsste nicht, warum das bis nächste Woche, bis ich das Video hochgeladen habe, weg sein sollte. Das ist das, was ich an euch auch schon mal verschenke. Allerdings ohne Quarantäne und ohne Gewähr. Da hätten wir zum einen meine Fototasche für die P900. Die könnt ihr haben, wenn ihr wollt. Die Tasche selber. Kostenlos. Aber ich habe erkannt, dass ich tatsächlich Versand verlangen muss, mindestens 5 Euro. Ansonsten ist es einfach nur sinnloser Geldverlust, dann klatsche ich es ja lieber eine Tonne, bevor ich bei zweiten Paket 10 Euro verliere. Und da die Kamera nicht weiß, was Scharfstelle ist, hätte ich fast noch mal Pause gedrückt, aber jetzt stellt er scharf.
von Mantrona. Also das ist so eine Kameratasche, wo man eine P900 reinmachen kann. Oder auch alles andere und sich dann an die Seite umhängen. Ja, die verschenke ich. Beige, hübsch. Und meine Laptop-Tasche, wo man klitzekleine 13 Zoll Monitore, Laptops reinkriegt, aber auch locker 19 oder sogar noch viel mehr Zoll. Und die hat in der Mitte so einen Spanngurt. Hat im Inneren so einen schönen Spanngurt, wo man jeden Laptop einspannen kann. Egal welche Größe. Kann man dann enger schneiden, größer schneiden. Ich glaube mindestens 19 Zoll Monitore bzw. Laptops passen da rein. In diese wunderschöne Tasche, die ich auch verschenken werde. So, ich hatte eben noch mal pausiert, um zu messen. Da sie unter 60 cm ist, kann ich sie tatsächlich in ein Paket für 5 Euro reinkriechen. Das ist ein versicherter Versand bis 2 Euro. Die wiegt nicht ganz ein Kilo, die wiegt nicht ganz ein Dreiviertel Kilo. Die ist ungefähr 50 breit und etwas über 35 bis 40 hoch. Und 5 bis 10 breit. Und ja, die verschenke ich jetzt an euch, wenn ihr sie haben wollt. Habe ich schon gesagt, wenn das Video hochgeladen soll, es besteht ein Jens. Ja, sind so 8 hoch. Es besteht so eine ganz kleine Gefahr, dass eBay, ist mir schon vorher weggekauft habe. Die stehen beide jetzt bei 5 Euro für eBay Kleinanzeichen drin, will aber seit einem Monat kein AS haben oder seit 2 Monaten. Und deswegen verschenke ich es an euch, wenn ihr sie haben wollt, bitte 5 Euro Versand zahlen. Wir machen das dann alles über E-Mail-Adresse hin und her austauschen. Es sei denn, ihr habt mich schon in Skype oder in Twitch, wie ihr wollt. Ich bin da sehr flexibel. Ohne Quarantin kann ich kann jetzt nicht garantieren, dass es die letzte Aufzeichnung war, aber es ist zumindest meine erste Aufzeichnung heute von Tag Nummer 8. Wie schon gesagt, die Musik-CDs da hinten müssen noch rein. Da muss ich bei eBay anrufen, welchen Gears auch war. Und die sinnlos Telefon-CDs, das sind jeweils nochmal 3 Anzeigen, die ich schalten muss. Ja. Und dann hätte ich alles drin in eBay. Aber ohne Garantie, dass ich es heute noch schaffe. Bis denn. Auf den Futter schon mal. Kannst du trinken? Hau mein Akku. Aufnehmen tut er schon, ja gut. Gut, okay. Ja, sieht gut aus. Und Action.